Ja moin, willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare 2 EV4X. Ich spiele gerade momentan auf einem Rust Sniping Server. Sniper only auf Rust. Rust mag ich eigentlich so überhaupt nicht. Wenn viele Spieler auf einem Server dann drauf sind, also wirklich keine Möglichkeit irgendwie gut zu spawnen. Man hit eigentlich. Gut zu spawnen oder bist du einfach ineinander. Jetzt gerade auch. Zu meiner Verteidigung, ich bin auch ein bisschen eingerostet in dem Spiel. Also ich kann nicht wirklich. Ich spiele nicht gerade so gut, wie ich wünsche zu spielen. Ich kann auch viel, viel besser spielen. Nur ja, eingerostet. Ich habe halt meinen Double Switch halt verlernt. Sehr viele der Sachen halt auch verlernt. An der Mission Canceling. Und so ein Gedöns halt. Was? Gerade läuft das gerade? Oh, scheiße. Dieser X-Freeze, der hat mich immer letzte Runde beleidigt. Auch schon ganz schön toll. Weil ich anscheinend nicht quickscope. Ja, das, was ich mache, ist nicht wirklich quickscopen. Huch, ist das für eine Leiche. Aber ich spiele nur so. Ich kann nicht anders spielen. Nicht ganz so auch quickscopen. Aber ich spiele das, was gerade am besten für mich gerade passt in die Situation. Und zu viele Spieler machen einfach keinen Spaß auf Rust. Das ist einfach ein Fakt. Oh lol. Das macht einfach überhaupt nicht mit so vielen Spielern zu spielen eigentlich. Aber das ist halt einfach. Das sind eine der einzigsten Servern mit Bot-Servern, die irgendwie Hauptspieler auf den Spieler haben. Und was ist halt so eine Map, die ich mag ja einfach nicht, aber. Naja, mal gucken. Wie man es nimmt, ne? Wie man es nimmt. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ups, fein. Oh, scheiße. Ah, der ist immer ganz oben. Der hat sich anscheinend immer hochgeschlichen. Das ist super schwierig, da hochzukommen, weil es wollen viele da oben immer hoch. Der ist immer noch da oben, hab ich gerade gar nicht gesehen. Und da bist du eigentlich immer geholt. Oder halt gar nicht, weil du halt nie da oben hinguckst. Eins von beiden halt. Entweder der ganze Zeit oder gar nicht. Oh, ich bin erstmal fast getötet wieder. Nein. So ein leichtes Gefühl habe ich schon, wie Gegner spawnen. Aber ein bisschen aber auch nicht. Also muss halt wieder aktiver spielen. Und bei einem Live-Commentary ist es ein bisschen schwierig, gut zu spielen, weil du dich halt auf das Spiel konzentrieren musst und auf das Reden konzentrieren musst. Dass das jetzt nochmal ein bisschen schwieriger macht. Da war noch jemand gerade, glaube ich. Ah, oh, scheiße, habe ich geface-switched. Mal gucken. Ja, der wird auch rausgehoben. Genauso spiele ich auch wie er. So ein bisschen halt, ne? Ja, was ist so eine Map? So mega, mega strange. Huch. Was denn aus, Kopf, Leute? Wir verlieren diesen Kampf.
Ah, meine Maus war nicht lang genug. Bin nur zweit nach rechts geslidet. Oh, scheiße, hab ich gejumpt. Er wollte gar nicht jumpen. Manchmal schieße ich einfach random. Ich habe mir gedacht, ah, da ist jemand. Wenn ich spawne, da ist immer jemand. Weil ich habe immer an der gleichen Stelle. Und Double Kill. Oh, die Spawn-Trap, das ist doch behindert, ey. Spawn-Trap zu werden. Es kommt wieder mehr Spiel auf den Server, das ist kacke. Zu viele Spiele auf den Server mag ich überhaupt nicht, so eine kleine Map. Weil dann wieder ineinander spawnt. Nehme ich gerne in Endoscopen. Weil ich möchte tatsächlich mehr aufregt. Aber das klappt, ja, es hat mega gut. Da ist er down. Ach scheiße, nicht gut, nicht genau gescoped habe ich. Huch. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Da siehst du, der X-Fears hat wieder geflamed, weil er bei meinem Hardscope. Hitmarker, warte, was? Warte, was? Man kann Hitmarkern? Ich hab den Caps Lock angehabt aus Versehen. Lol. Ach komm schon, ey. Das war's mit dem Spiel. Dritter Platz geworden. Naja, das war's mit der Runde. Ich bin der Plexas. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut in der Videobeschreibung nach. Da sind viele tolle Sachen verlinkt. Sind noch zwei Slides auf dem Server. Naja, das war's mit der Folge. Und ciao, ciao.